Okay, hat schon mal einer geliked. Also irgendjemand ist auf jeden Fall da. Okay. Gut. Also ich scheine nicht alles falsch gemacht zu haben. Okay, gut. Hallo. Schön. Gut, gut. So. Okay. Hallo Scarlett. Hallo Victoria. Hallo Anja. Sehr schön. Ich dachte schon, niemand wird am Sonntagabend zu dieser Zeit an seinem Handy sein. Aber zumindest ein paar, das ist doch super. Sehr schön. Hallo Sarah. Voll gut. Ich checke hier nebenbei noch mal ein bisschen ein paar Internetsachen. So. Alles klar. So, wie sieht's denn aus? Ein paar von euch sind schon da. Guten Tag. Ich warte noch ein bisschen, bis noch ein paar Leute am Start sind. Sieht auf jeden Fall nicht so aus, als würde es gleich regnen, deswegen kann ich hier entspannt sitzen. Sehr gut. Oh. Okay. So. Wie sieht's aus? 200 Leute. Schön. Haben wir ein Haar im Auge? So. Voll gut. So. Schön, euch zu sehen, muss ich mal sagen. Ich bin das erste Mal alleine live auf YouTube. Mir wurde gesagt, ich soll ein kleines bisschen warten, bis ihr das seht. Ich glaube, die Jungs beobachten das jetzt aus der Ferne und denken sich, na, ob das mal gut geht. Also ein was geht auf jeden Fall schon mal nicht gut, was ich mir vorgenommen habe, aber wir gucken gleich mal. Werden wir sehen. So, Grüße aus Peru. Wow, crazy. Schön ist das. Okay, ich glaube, ich habe jetzt echt lange gewartet. Steff und Technik, ob das was wird. Ihr Lieben, hallo an diesem schönen Sonntag. Perfekt ist das Wetter, ne? Und wir dachten uns, wir melden uns mal ein bisschen aus unserem Winterschlaf hier auf unserem YouTube-Kanal. Wir haben die letzten Monate eigentlich darauf gewartet, dass es endlich wieder losgeht, dass wir endlich wieder spielen können. Und jetzt ist es soweit. Wir haben die ersten Konzerte hinter uns und das ist so schön. Man kann das wirklich nicht beschreiben. Also ich glaube, ihr wisst gar nicht, wie sehr uns das wirklich gefehlt hat. Und ich habe es auf den Konzerten ganz oft gesagt und ich kann es auch nur immer wieder sagen. Das war für uns wirklich Balsam für die Seele die letzten Wochen. Und leider können wir heute jetzt gerade alle nicht beieinander sein, weil wir uns alle an unterschiedlichen Orten befinden. Und falls das Netz ein bisschen schwächelt, ich bin gerade irgendwo an der B96 auf Zuhausebesuch sozusagen. Und da ist es manchmal ein bisschen, ne, schwankt immer so zwischen 2 und 3 Balken. Also seid ein bisschen nachsichtig mit mir. Aber es ist vielleicht für das Heutige, was wir heute vorhaben, gar nicht allzu schlecht, dass ich mal hier ganz alleine bin, denn ja, wie ich schon gesagt habe, wir waren ja die letzten Wochen, letzten 2, 3 Wochen schon unterwegs, ne? Wir haben Österreich einen kleinen Besuch abgestattet, wir waren jetzt schon in der Schweiz und wir sagen schon mal danke, dass ihr bei den Konzerten wart und dass ihr teilweise eure Tickets
so lange behalten habt. Das ist nicht selbstverständlich und dafür kann man sich nur bei euch bedanken. Vielen Dank. Und wir dachten uns, wir wollen euch mal wieder ein bisschen mitnehmen. Ein bisschen mitnehmen hinter die Bühne, ein bisschen mitnehmen auf unserem Weg, wie es uns geht damit, wie wir das alles erleben. Und es gibt einen, der das alles gemacht hat, ne? Der das gefilmt hat und der uns sozusagen begleitet hat. Und aus irgendeinem Grund kann ich mir immer nicht richtig vorstellen, wie das wäre, wenn das ein Fremder wäre, der immer die ganze Zeit, der uns vielleicht gar nicht kennt, sondern nur eine Kamera gut bedienen kann und der die ganze Zeit dabei ist, um uns zu filmen und da Aufnahmen zu machen. Und deswegen hat Thomas die ganze Zeit tatsächlich gefilmt und einen Haufen Sachen aufgenommen. Und das Ding ist, das, was ich hier mache, ist so ein bisschen so halb unabgesprochen. Denn Thomas hat gesagt, er will das nicht machen und er will das nicht veröffentlichen und er macht das nur so zum Spaß. Und ich habe gesagt, Mensch, warum denn? Ich glaube, dass die Leute, die diese Konzerte diesen Sommer mit uns erleben und die ein Ticket zu Hause haben, ich glaube, dass sie gerne mit uns an der Seite sind oder gerne an unserer Seite sind und dass sie das total gerne mitverfolgen wollen. Und vielleicht gibt es ja auch ein paar, die nicht bei jedem Konzert dabei sein können und trotzdem auch ein bisschen gucken wollen, wie das jetzt gerade so ist, wenn man wieder live spielen kann, wenn man Musik wieder live unter freiem Himmel erleben kann. Und ich habe jetzt einfach gedacht, weißt du was, ich mache das jetzt einfach, ne? Und deswegen auch mit meiner Technik hier, ich schwitze schon so ein kleines bisschen. Ich würde es gerne einfach raushauen für euch. Und zwar die allererste Folge von unserem allerersten Konzert in Graz. Und da hat Thomas ein bisschen mitgefilmt und er hat es zusammengeschnitten. Und ja, es ist auch eine ultra lange Version, aber ich habe gesagt, warum denn eigentlich nicht? Also jeder von euch ist ja ein freier Mensch und jeder kann einschalten und wieder abschalten, wenn er möchte. Und ich habe aber das Gefühl, es wäre schön, wenn wir alle zusammen diesen Sommer starten, wenn wir das alles einfach zusammen erleben. Und da gehört doch auch jede Kleinigkeit dazu, die man nicht nur auf der Bühne sieht. Und ich bin so ein bisschen aufgeregt, weil ich es sehr schön finde und weil ich jetzt schon wieder an die Emotionen zurückdenke, die wir hatten, als wir das erste Mal wieder in den Nightliner gestiegen sind und das erste Mal wieder unterwegs waren und das erste Mal wieder auf der Bühne standen. Und okay, kurz Luft holen, Stefanie. ja, deswegen habe ich mir gedacht, wir schalten das jetzt gleich mal online und ich wünsche euch viel, viel Spaß beim Gucken. Ich sage danke an alle die, die uns in Graz besucht haben und ich hoffe natürlich, dass wir uns auf den kommenden Konzerten jetzt wiedersehen, egal aus welcher Ecke ihr in Deutschland kommt. Jetzt geht die große Deutschland-Rutsche sozusagen los. Wir freuen uns natürlich besonders aufs Elbufer, auf unser Heimspiel in Dresden, aber auch auf alle anderen Konzerte, wenn ihr Bock habt. Ne? Ihr wisst, wo ihr nachgucken müsst, um zu sehen, wo wir sind. Und ich kann euch sagen, es hat sich gut angefühlt, wieder zu spielen. Also kauft euch wirklich gerne ein Ticket und probiert es wieder aus, wie es ist, unter freiem Himmel zu sein und das mit euren Freunden oder eurer Familie zusammen zu erleben. Ne? Wieder zu Musik zu tanzen und laut mitzusingen. Also für uns ist es auf jeden Fall das Beste, was wir uns hätten wünschen können für diesen Sommer. Also wir hoffen sehr, wir sehen euch. Und ja, auf diesem YouTube-Kanal hier bei uns wird es die nächsten Wochen dann wieder einiges zu sehen geben, wenn ich Thomas überreden kann, die anderen Folgen, die er schon geschnitten hat, auch zu veröffentlichen. Also in dem Sinne, ja, schreibt mal, wie es findet, wie es euch gefallen hat und was gibt's noch zu sagen? Was gibt's noch zu sagen? Genießt das schöne Wetter, passt auf euch auf, bleibt gesund und kommt uns besuchen. Okay? So, und jetzt werde ich das mal versuchen. Also, es ist, die Jungs haben mir das genau erklärt, pass auf, ich klicke jetzt hier drauf, auf dieses Video, okay? Und zwar heißt es Inside the Band. Inside the Band. Ja, könnt ihr euch schon mal merken. Und wenn ihr das, wenn ihr das cool findet, dann wird es vielleicht auch die anderen Folgen geben, die nächsten Wochen. Und gut, also ich habe hier so einen Laptop stehen, ne? Und da lade ich das jetzt hoch. Ich zeige euch das mal. Guck, so sieht es aus. So, oh, es hat schon was geladen. Pass auf, jetzt muss ich folgenden Punkt beachten. Ich gehe jetzt hier auf Inside the Band Graz. Dann gehe ich auf öffentlich.
fertig. Danach gehe ich auf Speichern und dann wird es hoffentlich gleich hochgeladen. Änderung gespeichert. Ja, geht das so schnell? Ich habe keine Ahnung. Es kann mir ja irgendjemand so einen kleinen Tipp geben oder Hinweis geben, ob das jetzt funktioniert hat. Thomas, Johannes, wenn ihr gerade am Laptop seid, könnt ihr mir Bescheid sagen. Es ist online, es ist wirklich online, es ist da. Wie schön. Okay, wie schön. Ich habe alles richtig gemacht. Ich hoffe, ich kriege ein kleines Bienchen in mein Stefanie-Heft. Vielen Dank, dass ihr die letzten 2 Jahre so an unserer Seite wart, dass ihr mit daran geglaubt habt, dass wir irgendwann wieder spielen können und dass wir die Tickets, die lange schon an eurem Kühlschrank kleben, dass wir die endlich einlösen können. Behaltet die Tickets, es wird ein sauschöner Sommer, das kann ich euch versprechen. Ich versuche nicht zu emotional zu sein, aber ganz ehrlich, nach den 2 Jahren ist mir jetzt auch alles egal. Ich glaube, ich lasse jetzt alles raus, was es an Emotionen gibt. Wir freuen uns tierisch auf euch und sagen, bis hoffentlich ganz, ganz bald. Habt Spaß mit Inside the Band und in diesem Sinne, ganz liebe Grüße von uns Vieren, auch wenn wir hier nicht zu viert sitzen, weil wir gerade an unterschiedlichen Orten sind. Grüße ich euch ganz, ganz lieb von der B96 und sag bis ganz, ganz bald. Jetzt muss ich das auch irgendwie wieder ausmachen hier, ne? Ihr Lieben, schön, dass ihr zugeguckt habt. Habt einen schönen Sonntag. Genießt noch das schöne Wetter und wir sehen uns. Tschüssi!